Lieber Schütze, herzlich willkommen zu einem weiteren Video für dich. Schauen wir, worum es geht, was als nächstes ansteht. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Bitte drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Schütze. Das Neue, was sich entfalten möchte in dir. Du kämpfst dagegen an. Es geht darum, es anders zu machen als sonst. Doch du möchtest es nicht anders machen. Wow. Es wird intens, lieber Schütze, denn es geht in erster Linie einmal darum, zu antworten, statt zu reagieren. Du reagierst aus alten Mustern heraus, aus alten Verletzungen heraus. Die Antwort wäre meist eine ganz andere. Du versuchst zu kontrollieren, doch die einzige Kontrolle, die wir haben, die du hast, ist, wie du auf Menschen, Dinge, Begebenheiten antworten möchtest oder reagieren möchtest. Das ist die einzige Kontrolle, die wir alle haben. Alles andere ist nicht unter unserer Kontrolle. Wohl Kontrolle, ein ganz großes Thema bei dir. Geleitet, geführt von Schmerz, der Abwesenheit, des Vermissens. Du vermisst drei bis vier Menschen. Können Menschen sein, die sich bereits im Jenseits befinden? Können Menschen sein, mit denen du keinen Kontakt mehr hast? Du vermisst die Vergangenheit. Und aus diesem Schmerz des Vermissens reagierst du. Wow, es wird intens, lieber Schütze, es wird intens. Es ist wie in einem Tunnel, in dem du dich befindest. Ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, dass du aus diesem Tunnel heraus reagierst. Es ist wie ein Loop, ein Strudel. Mach es anders. Oft ist es ein Ohnmachtsgefühl in dir. Es ist wie ein trotziges Kind, das einfach um sich schlägt, mit den Füßen auf den Boden stampft. Doch wenn du die Situation mal von außen betrachtest, aus deinem Gefühlschaos herausgehst, heraustrittst und es mal ganz objektiv ansiehst, lieber Schütze, wirst du etwas erkennen, nämlich die wahre Antwort, die du darauf geben möchtest. Es sind alles Selbstbegrenzungen. Es geht um die Annahme deiner selbst, deiner Situation und um die Grenzenlosigkeit, die dir nun zur Verfügung steht, durch die Abwesenheit dieser Menschen. Es ist, als würdest du
sehr viel daran koppeln, sehr viel in dieses Thema hineinmischen. Denn es geht darum auch, was du nicht erreicht hast, noch nicht erreicht hast, beziehungsweise warum du es nicht erreicht hast. Schuldzuweisungen? Lieber Schütze, es ist, lass mir dir ein Beispiel geben. Du gehst aus dem Haus und lässt das Fenster offen. Draußen beginnt es sehr stark zu winden. Du kommst wieder nach Hause und sagst, der Wind hat mir hier drin alles durcheinander gebracht. Die Vorhänge sind aus dem Fenster heraus. Die Blätter auf meinem Schreibtisch, alle auf dem Boden. Du blöder Wind, du bist schuld. Doch, wer hat denn nicht das Fenster geschlossen, als er aus dem Haus ist? Du weißt, was ich meine. Es braucht immer mehr, lieber Schütze. Es braucht mehr. Es soll keine Belehrung werden, es soll dir die Augen öffnen über eine Situation, die dich festhält, die dich in Trauer, Traurigkeit hält, die dich begrenzt fühlen lässt, die dich eine gewisse Situation oder daran gekoppelte Situationen hoffnungslos gegenüberstehen lässt, die dich begrenzen, bis hierhin und nicht weiter. Oh doch, du bestimmst, ob es weitergeht oder nicht. Du bestimmst, wie es weitergeht, mit wem es weitergeht, wo es weitergeht. Das Sonnenrad ausschlaggebend für dich. Manch ein Schütze von euch ist in einer karmischen Verstrickung. Mit einer Energie, die im Jenseits ist, die entweder gar nicht hier inkarniert ist, mit dir in diesem Leben, oder die mit dir gelebt hat und nun im Jenseits ist. Es ist eine Verstrickung, als würdest du für diese Energie weiterleben. Als würdest du alles leben, so wie diese Energie gelebt hat. Und du denkst, dass sie verlangt von dir. No, baby, no. Schau genau hin. Die Prägung davon begrenzt dich, hält dich ab, zu erreichen, was für dich bestimmt ist. Wir machen weiter im Extended. Wir freuen uns auf dich. Bis gleich, lieber Schütze. Ciao.